Und der folgende Tag mit Mommsen und mit der römischen Geschichte geht's weiter. Zuordnen. So. Da nach älterer römischer Ansicht das Weib nicht fähig ist, weder über andere noch über sich die Gewalt zu haben, so bleibt die Gewalt über sie oder, wie sie mit milderem Ausdruck heißt, die Hut, Klammern Tutela, bei dem Hause, dem sie angehört und wird statt des verstorbenen Hausherrn jetzt ausgeübt durch die Gesamtheit der nächsten männlichen Familienmitglieder. Regelmäßig, also über die Mutter, durch die Söhne, über die Schwestern, durch die Brüder, in diesem Sinne dauerte die einmal gegründete Familie unverändert Wort, bis der Mannesstamm ihres Urhebers ausstarb. Diesen streng geschlossenen unter der Gewalt eines lebenden Herrn vereinigten oder aus der Auflösung solcher Häuser hervorgegangenen Familien und Geschlechtseinheiten gehörten außerdem noch an, zwar nicht die Gäste, das sind die Glieder anderer gleichartiger Kreise, welche vorübergehend in einem fremden Haus verweilen, und ebenso wenig die Sklaven, welche rechtlich nur als Habe, nicht als Glieder des Hauses angesehen werden. Aber wohl die Hörigen, Clientes von Coere, das heißt diejenigen Individuen, die, ohne freie Bürger irgendeines Gemeinwesens zu sein, doch in einem solchen im Zustande geschützter Freiheit sich befanden. Dahin gehören teils die landflüchtigen Leute, die bei einem fremden Schutzherrn Aufnahme gefunden hatten, teils diejenigen Knechte, die gegenüber der Herr auf den Gebrauch seiner Herrenrechte vorläufig verzichtete, ihnen die tatsächliche Freiheit geschenkt hatte. Es war dieses Verhältnis in seiner Eigentümlichkeit, nicht ein streng rechtliches wie das zu dem Gast, der Hörige blieb ein unfreier Mann, für den Treuwort und Herkommen die Unfreiheit milderte. Darum bilden die Hörigen des Hauses in Verbindung mit den eigentlichen Knechten die von den Willen des Bürgers abhängige Knechtschaft. Darum ist nach ursprünglichem Recht der Bürger befugt, das Vermögen des Klienten teilweise oder ganz wieder an sich zu ziehen, ihn vorkommendenfalls in die Sklaverei zurückzuversetzen, ja, ihn am Leben zu strafen. Und es sind nur tatsächliche Verschiedenheiten, wenn gegen den Klienten nicht so leicht wie gegen den wirklichen Knecht die volle Schärfe dieses hausherrlichen Rechtes hervorgekehrt wird und wenn auf der anderen Seite die sittliche Verpflichtung des Herrn für seine eigenen Leute zu sorgen und sie zu vertreten bei dem tatsächlich freier gestellten Klienten größere Bedeutung gewinnt als bei den Sklaven. Ganz besonders musste die faktische Freiheit des Klienten der rechtlichen da sich nähern, wo das Verhältnis durch mehrere Generationen hindurchgegangen war. Wenn der Freilasser und der Freigelassene selber gestorben waren, konnten das Herrenrecht über die Nachkommen des Freigelassenen von den Rechtsnachfolgern des Freilassers nicht ohne schreiende Impietät in Anspruch genommen werden. Also bildete schon in dem Hause selbst sich ein Kreis abhängiger freier Leute, die von den Knechten sich ebenso unterschieden wie von den gleichberechtigten Geschlechtsgenossen. Auf diesem römischen Hause beruht der römische Staat sowohl den Elementen als der Form nach. Die Volksgemeinde entstand aus der, wie immer, erfolgten Zusammenfügung jener alten Geschlechtsgenossenschaften, der Romilier, Voltigier, Fabier und so ferner das römische Gebiet aus den vereinigten Marken dieser Geschlechter. Römische Bürger war, wer einem jener Geschlechter angehörte. Jede innerhalb des Kreises in den üblichen Formen geschlossene Ehe galt als echte römische und begründete für die Kinder das Bürgerrecht. Wer in unrechter oder außer der Ehe erzeugt war, war aus dem Gemeindeverband ausgeschlossen. Deshalb nannten die römischen Bürger sich die Vaterkinder, Patrizie. Insofern nur sie rechtlich einen Vater hatten. Wie die Elemente des Staates, die auf der Familie ruhenden Geschlechter sind, so ist auch die Form der Staatsgemeinschaft im Einzelnen wie in der Familie nachgebildet, dem Hause gibt die Natur selbst der Vater, mit dem dasselbe entsteht und vergeht. In der Volksgemeinde aber, die unvergänglich bestehen soll, findet sich kein natürlicher Herr, wenigstens in der römischen nicht, die aus freien und gleichen Bauern bestand und keines Adels von Gottes Gnaden sich zu rühmen vermochte.
Darum wird einer aus ihrer Mitte, ihr Leiter und Herr im Hause der römischen Gemeinde, wie dann auch in späterer Zeit, in oder neben seiner Wohnung der ewig flammende Herd und die wohlversperrte Vorratskammer der Gemeinde, die römische Vesta und die römischen Penaten zu finden sind. Sie alle die sichtbare Einheit des obersten Hauses darstellend, das ganz Rom einschloss. Das Königsamt beginnt, wenn das Amt erledigt und der Nachfolger bezeichnet ist. Sofort und von Rechts wegen, aber vollen Gehorsam ist die Gemeinde dem König erst schuldig, wenn er die Versammlung der waffenfähigen Freien zusammenberufen und sie förmlich in Pflicht genommen hat. Alsdann hat er ganz die Macht in der Gemeinde, die im Hause dem Hausvater zukommt, und herrscht wie diese auf Lebenszeit. Es verkehrt mit den Göttern der Gemeinde, die er beauftragt, befragt und befriedigt, und ernennt alle Priester und Priesterinnen. Die Verträge, die er abschließt im Namen der Gemeinde mit Fremden, sind verpflichtend für das ganze Volk. Obwohl sonst kein Gemeindemitglied durch einen Vertrag mit dem Nichtmitglied der Gemeinschaft gebunden wird. Sein Gebot, Imperium, ist allmächtig im Frieden wie im Kriege, weshalb die Boten mit Beilen und Ruten ihm überall voranschreiten, wo er in amtlicher Funktion auftritt. Er allein hat das Recht, öffentlich zu den Bürgern zu reden, und er ist es, der die Schlüssel zu dem Gemeindeschatz führt. Ihm steht wie dem Vater das Züchtigungsrecht und die Gerichtsbarkeit zu. Er erkennt Ordnungsstrafen, namentlich Stockschläge wegen Vergehen im Kriegsdienst. Er sitzt zu Gericht in allen privaten und kriminellen Rechtshändeln und entscheidet unbedingt über Leben und Tod, wie über die Freiheit, so dass er dem Bürger den Mitbürger an Knechtsstatt zusprechen oder auch den Verkauf derselben in die wirkliche Sklaverei, also ins Ausland, anordnen kann. Der Berufung an das Volk, um Begnadigung nach gefälltem Bluturteil stattzugeben, ist er berechtigt, jedoch nicht verpflichtet. Er bietet das Volk zum Kriege auf und er befehligt das Heer. Nicht minder muss er bei Feuerlärm persönlich auf der Brandstelle erscheinen. Wie der Hausherr im Hause nicht der Mächtigste ist, sondern der Alleinmächtige, so ist auch der König nicht der Erste, sondern der einzige Machthaber im Staate. Er mag aus den der Heiligen oder der Gemeindesatzung besonders kundigen Männern Sachverständigenvereine bilden und deren Rat einfordern. Er mag, um sich die Übung der Gewalt zu erleichtern, einzelne Befugnisse anderen übertragen. Die Mitteilungen an die Bürgerschaft, den Befehl im Kriege, die Entscheidung der minder wichtigen Prozesse, die Aufspürung der Verbrechen, er mag namentlich, wenn er den Stadtbezirk zu verlassen genötigt ist, einen Stadtvogt, Praefectus Urbis, mit der vollen Gewalt eines Stellvertreters daselbst zurückzulassen. Aber jede Amtsgewalt neben der königlichen ist aus dieser abgeleitet und jeder Beamte nur durch den König und solange dieser will im Amt. Alle Beamten der ältesten Zeit, der außerordentliche Stadtvogt sowohl wie die Abteilungsführer, Tribuni von Tribunis Teil, des Fußvolks, Milites und die Reiterei, Celeres, sind nichts als Beauftragte des Königs und keineswegs Magistrate im späteren Sinne. Eine äußere rechtliche Schranke hat die Königsgewalt nicht und kann sie nicht haben. Für den Herrn der Gemeinde gibt es so wenig wie einen Richter innerhalb der Gemeinde wie für einen Hausherrn innerhalb des Hauses. Nur der Tod beendigt seine Macht. Die Wahl des neuen Königs steht bei dem Rat der Alten, auf den im Fall der Vakanz das Zwischenkönigtum Interregnum übergeht. Eine formelle Mitwirkung bei der Königswahl kommt der Bürgerschaft erst nach der Ernennung zu. Rechtlich ruht das Königtum auf dem dauernden Kollegium der Väter, Patres, das durch den interimistischen Träger der Gewalt den neuen König auf Lebenszeit einsetzt. Also wird der hohe Göttersegen, unter dem die berühmte Roma gegründet ist, von dem ersten königlichen Empfänger in stetiger Folge auf die Nachfolger übertragen und die Einheit des Staats trotz des Personenwechsels der Machthaber unveränderlich bewahrt. Diese Einheit des römischen Volkes, die im religiösen Gebiet das römische Jovis darstellt, repräsentiert rechtlich der Fürst. Und darum ist auch seine Tracht die des höchsten Gottes, der Wagen selbst in der Stadt, wo sonst jedermann zu Fuß geht. Der Elfenbeinstab mit dem Adler, die rote Gesichtsschminke, der goldenen Eichenkranz kommt mit der römischen wie aus dem römischen König in gleicher Weise zu. Aber man würde sehr irren,
aber man würde sehr irren, darum aus der römischen Verfassung eine Theokratie zu machen. Nie sind Italien die Begriffe Gott und König in ägyptischer, orientalischer Weise ineinander verschwommen. Adios.